Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir den Tod Jeremiah Sphinx miterlebt. Daisy Fitzroy wurde von Elizabeth getötet. Und wir haben die Schlacht hier nochmal abgesucht. Wir dürfen jetzt nur noch mit anvisierter, also halt quasi so anvisiert schießen. Ansonsten verringern wir unseren Schaden um 25%. Das ist unsere neue Ausrüstung. Und wir gehen jetzt an Bord der First Lady. Endlich haben wir es geschafft. Tja, krass. So, hier ist nichts mehr? Nein, dann einfach direkt an Bord. So. Ist nochmal Comstock. Scheint ein Krankenlager gewesen zu sein. Klopfen wir mal an. Elizabeth! Ich weiß, wie das ist. Ich kenne das. Komm. Nichts? Nein? Okay. Gut, lass uns Kurs setzen. Was anderes haben wir doch nicht mehr zu tun. Und, naja, das war der Aufstand der Vox Populi. Und wir fliegen nach New York. Um unseren Auftrag auszuführen. 3 Euro, dass jetzt gleich der Songbird vorbeischneit. Elizabeth. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Der Vogel und Elizabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen. Der neue Bereich heißt Emporia. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Okay. Nein. Doch, nein. Doch. Versuch's noch. Okay, warte. Bitte sehr. Die Booker. Beiden schon wieder. Wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eben. Booker, nein, schnell. Das ist es bestimmt. Nein, ja. Ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuch's du. Gut. Aufhören! Gut. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut! Nicht. Die beiden. Also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Was? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Oh Gott, die hier. Also wirklich. Wenigstens ist das Piano noch da. Ah ja, wenigstens das. Naja. Gut, interessant. Neue Mechanik offensichtlich. Der Songbird reagiert auf Lieder. Verschieben wir mal das Ding. Tja. Booker. Ach. Das ist Comstock House. Scheiße. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Alter. Hier wird also gerade evakuiert. Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Krass. Aber das sieht heftig gut aus, Alter. Wow. Also, sowas sollte man... Man sollte einfach mal... Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Herzzerreißende Szene. Sie traut sich nicht zu springen, also wird sie zurückgelassen. Und dann? Was passiert dann?
Hier scheinen ja wirklich nur die Reichen und Schönen zu wohnen. Direkt bei Comstock, direkt beim Propheten. Ist ja öfters so, dass in der Nähe von solchen Häusern, oder von solchen Landmarken halt die teuersten Häuser auch wohnen. Es gibt natürlich noch andere demografische Gründe. Zum Beispiel in Mexico City ist der Leitungsdruck, der Wasserdruck auf den Leitungen nicht so unbedingt hoch überall. Was dazu führt, dass es halt teilweise, Gott, oh Gott. Na gut, Eva, bringt mal die unschuldigen Leute in Sicherheit. Das ist nun richtig. Naja, wo zum Beispiel der Leitungsdruck auf den, der Wasserdruck auf den Leitungen in manchen, Regionen der Stadt, nicht sehr hoch ist. Deswegen sind die Reichen einfach da, wo er besonders hoch ist. Und die etwas Ärmeren gehen halt mit, naja, etwas weniger. Also haben halt etwas weniger Druck auf den Leitungen. Was haben wir denn hier Schönes? Ach ja, können ja immer noch wunderbar einkaufen. Was haben wir hier? Schadensboost für die Schrotflinte. Aber sowas von. Gut, und was haben wir noch? Schadensboost für den Karabiner. Weniger Rückstoß. Na gut, also wir haben sowieso keine Kohle mehr. Was hast du da hier, gut aufheben. Oh, danke. Oh mein Gott, der Arme. Die Treppe runtergeschubst. Runtergestupst. Müssen wir hier lang? Gibt es zwei Wege? Na gut. Komm her. Komm her. Ist gut. Ja, genau. Autsch. Na gut, wahrscheinlich müssen wir das sowieso machen. Aber wo war jetzt der Moskito? Ah, ist auch im Gang. Nee, mach die Karabiner. Ja. Also irgendwie habe ich das sehr unklug angesetzt. Und irgendwie schießt gerade sehr scheiße. Hinter uns oder was? So. Gut. Ja. Mal gucken, ob wir irgendwas finden, was wir nutzen können, um unsere Position zu verbessern. In Ordnung. Wo denn? Ich sehe es nicht. Wo denn? Achso, klar. Ups. Ah, das war eine Bronco-Falle. Ah, ich wollte eigentlich dich da hochsetzen. Mist. Manchmal geht das, wenn man es geschickt anstellt. Zum Beispiel so. Dann haben die Jungs richtig, richtig Freude dran. Oh mein Gott. Zum Glück ein bisschen Gesundheit gekriegt. Ach, halt die Fresse. Aber ich meine, deren... Oh Gott. Scheiße. Deren, also quasi jetzt aus der Sicht der Vox Populi. Wir sind tot, ja? Also quasi deren Märtyrer ist tot. Seht ihr, da hat uns die Gesundheit schon wieder geheilt. Ach ja, und genau, wir müssen jetzt mal ranzoomen, sonst machen wir so gut wie keinen Schaden. Ein Dreck. Für die Schrotflinte ist das natürlich nicht so gut. Aber für sowas hier ist es natürlich perfekt. Das heißt, da haben wir gerade so eine Nahkämpfer-Fernkämpfer-Entscheidung gemacht. Haben es eher zum Fernkämpfer gemacht. Sag mal, wird's bald? So. Danke. Ich hab wirklich extrem wenig Munition. So. Die Pistole ist wirklich schwach. Haben wir den letzten? Haben wir noch ein paar. So. Alter, ich werde sogar zurückgestoßen, wenn wir großer Kraft daran gehen. Bitte, es soll vorbei sein. Ja, es ist vorbei. Heftig! Also ich muss sagen, heute stelle ich mich in den Kämpfen nicht so gut an. Das ist ja auch immer ein bisschen tagesformabhängig. Es tut mir sehr leid. Aber ich versuche halt wirklich viele verschiedene, Kampfmittel zu benutzen. Halt viele Salze. Naja, halt alles mögliche im Grunde, ne? Meinst du, der wollte das alles? Wer wollte was? Und du? Okay, die Zinkets haben wir da auch noch ein paar. Wir können hier gerade nochmal eine Verbesserung kaufen, jetzt wo wir mehr Munition haben. Ich kann nochmal einen schönen Schadensboost auf den Karabiner. Würde mich sehr freuen. So, Schadensboost 2 auf den Karabiner. Kaufen. Sehr gut. Hier ist etwas Geld. Danke. Perfekt. So, also die Vox Populi sind hier richtig krass am Machen. Ich hoffe, die Leute sind evakuiert und wir müssen da hinten hin. Comstock House. Das sieht aber nicht gut aus, so jetzt so vom Prinzip her. Also vom Prinzip her ist sowieso nichts gut, aber wie es halt aussieht,
Es sieht schon sehr angegriffen aus, möchte ich sagen. Elizabeth, hilfst du mal? Knack mal das Schloss. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Unglaublich. Genau wie ich. Fertig. Na, die Arme. Na gut, hier ist ein Speicherpunkt wahrscheinlich. Na, schauen wir uns erstmal nochmal um. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Kein Deut. Oder? Ein volles Blut. Erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Richtig. Das hier klebt an unseren Händen. Wer weiß, also sie macht sich immer so viele Vorwürfe, das stimmt doch gar nicht. Ich meine, wir sind durch irgendeinen Zeitenriss gegangen. Ja gut, na und? Was haben wir denn hier? Ah, nur drei Picks? Mach mal auf, bitte. Kinderspiel. Ja, Kinderspiel! Mimimi! Bitte. So. Was haben wir hier? Ein Schießeisen. Ach, das ist so. Das war dieser Vampir, den ich schon in einem früheren Part mal hatte. Oh, das war lange her. So, was haben wir noch? Schießeisenmunition. Ah, perfekt. So, upgraden wir nochmal das Schild. Ich fühle mich schon besser. Ja, das ist aber schön, das ist aber schön, Booker. Das ist wirklich schön. Vielleicht hören wir noch mal ein paar, noch ein paar weitere, na, wie heißt das hier? Tonbandaufnahmen von uns selbst. Ich finde das ja sehr interessant, weil, im Grunde genommen sind wir das ja selbst, die uns so sprechen, ja. Na, was haben wir hier? Oh. Ah, Ausrüstung. Gut, dass wir ein bisschen auf sie geachtet haben. Zack. So. Und Ausrüstung. Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salz fallen, wenn sie sterben. Nein. Das tauschen wir nicht ein. Da ist die Skyline-Unverwundbarkeit einfach viel zu gut für. Mal gucken, ob wir noch irgendwo hinkommen. Ich komme zurecht. Ja, ja, ist ja gut. So. Gut. Gut, dass wir so auf sie geachtet haben. Ansonsten, wäre uns das direkt aus dem durch die Lappen gegangen. Für die Kasse. Danke. Mit kurzen Haaren sieht sie aber auch nicht schlecht aus. Ich mag ja lieber lange Haare, muss ich ja ehrlich gestehen. Aber mit kurzen Haaren sieht sie auch nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Na, dann gehen wir mal rein. Dann bekommen die jetzt auch mal was zu verdienen. Um Gottes Willen. Also, das nenne ich kurzen Prozess. Ja gut, auch wenn Comstock bekommt, was er verdient. Warum denn die Unschuldigen? Warum bekommen die auch, was Comstock verdient? Das ist doch Quatsch. So, Columbia, Daily Docking Schedule. Tja. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Gottes Willen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Na, das wollte ich auch hoffen. Ich würde es hassen, so zu sein wie der Prophet. Ach, guck mal, da kommt ja ein Shuttle. Oh Mann. Ja. Ich muss den Prophet in den Rücken schießen, damit ich größtmöglichen Schaden anrichten kann. Oh, wir haben ja fast alle. Na, wie heißt es hier? Wir haben fast alle. Oh Mann, wie heißt es denn? Vigors. Alter, sie Schießeisen reißt es nicht. So. So, das war das letzte Mal, dass ich dieses Scheißding genommen habe. Wirklich. Macht hier überhaupt keinen Schaden. Jo, perfekt. Oh, sie haben mir aber ein paar. Oh, das ist jetzt ein Lincoln. Das ist kein Washington mehr, es ist jetzt ein Lincoln. Ein monetarisierter. Monetarisierter. Genau. Ein monetarisierter YouTube-Partner Lincoln. Nein, ein motorisierter Lincoln. Gut, das haben wir gut hingekriegt. Mal ein bisschen eben rumgucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Leichtdurchsuchung. Silver Eagles. Da haben wir noch ein paar Erdnüsse. Da müssten wir dann mit der Haarnadel rein. Das heißt, da müssen wir rein. Wahrscheinlich können wir dann das Shuttle ansetzen, um rüberzukommen. Jetzt gucken, ob wir mal irgendwie was abscoopen können hier. Irgendwie an Ressourcen oder so. Denn Munition ist knapp. Alles ist knapp. Ja, genau. Munition für den Karabiner. Perfekt. Was haben wir hier noch? Ein Lunchpaket. Lecker. Eine Dose. Quatsch. Eine Brotbox und Bananen und eine Dose Bohnen. Jam, 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 jam. So. Nö, hier ist eigentlich alles abgegrast.
hier noch lange nicht. Entschuldigung. Na gut, dann lass uns mal weiter. Und während wir dann die Überfahrt machen, beende ich auch mal diesen Part. So, dann mach mal bitte auf. Bitte. Hachi, fertig. Aufgemacht. Alles klar, total fertig. Das bin ich auch. Gut, Profil ist gespeichert. Ich würde sagen, hier endet dieser Part von Let's Play Bioshock Infinite. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.